Yes, Leute, ihr habt richtig gesehen im Thumbnail. Es ist Zeit für den nächsten Kicks of the Month Sneaker Performance Test. Heute LeBron 20, die Light-Version, Next Gen. Let's go! Wir sind zurück, Leute, aus dem Basketballatelier mit einer neuen Kicks of the Month Performance Shoe Review. Und ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, es sind die LeBron James 20, aber in der Light-Variante, und zwar die Next Gen. LeBron, der für mich wie kein anderer LeBron daherkam. Bei mir war es immer so, ich hatte teilweise mal ein paar von denen, aber mir waren die immer zu bulky, immer zu fett, immer zu schwer und ja, nichts für mich. Ich brauchte immer einen leichten Schuh, ich möchte nah am Floor sein und ja, brauche gefühlt immer einen Guard-Schuh eigentlich. Und dieser LeBron 20, obwohl das jetzt die Light-Variante ist, ich habe den OG, den Original 20er leider nicht, aber habe mir natürlich den auch schon mal in der Hand gehabt und angeschaut und bin mal reingeslippt und kann auch ein bisschen was zu dem Vergleich sagen, obwohl ich natürlich den jetzt nicht so lange getestet habe wie die Babys hier. Ich kann nur über die urteilen, die ein bisschen leichter daherkommen, nicht nur was das Gewicht angeht, sondern auch was den Preis angeht. Und bei so ein paar, vor allem Materialgeschichten, wo ich noch später drauf eingehe, sieht man, dass das einfach die leichtere Variante ist. Aber als allererstes mal, wie kommt das Ding daher? Ihr seht schon, es ist nicht zweimal derselbe Schuh, Copy-Paste links und rechts, sondern wie viele Schuhe wir in den letzten Jahren gesehen haben, jedes Paar sieht anders aus. Die haben einmal die Colors hin und her geswappt von den Schnürsenkeln vom Schuh selber. Die Swooshes, dieser Double Swoosh, der auch beim 20er am Start ist, ist in einer anderen Farbe. Und ich glaube, entweder man liebt die Dinger oder man hasst die Dinger. Bei mir war es so, ich habe die gesehen und habe gedacht, wow, sind die nice. Also die gefallen mir sehr, sehr, sehr gut, direkt auf den ersten Blick. Der Karton kommt relativ basic und das, was gerade runtergefallen ist, ist so ein kleines Tech-Sheet, was dabei ist. Das werdet ihr auch noch mal sehen. Ich finde es eigentlich ganz nice, weil hier ist der allererste LeBron. Und ihr müsst euch mal reinziehen, das ist 20 Jahre her, dass LeBron, dieser Motherfucker, in der Liga ist. Überkrass. Und so ein bisschen nehmen sie hier Bezug drauf, zeigen, guck mal hier, vom ersten LeBron haben wir ein bisschen das eingebaut. Und ich finde es nice, den Leuten noch mal bewusst zu machen, so ey, der Typ ist echt 20 Jahre in der Liga. So ist kein Spaß. Karton, komm fresh, 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 next. Gen steht vorne drauf, die Babys kommen in dieser Colorway, wie schon gesagt, und der erste Punkt, den wir vergeben, ist ja immer der Style, und ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal ist oder das zweite, ich gucke jetzt mal den Kameramann an hinter euch, es war noch nie der Fall, es ist an der Zeit, ich bin nicht der größte LeBron-Fan, aber die Schuhe sind einfach fresh, ich gebe 10 von 10 Punkten, Style, 10, let's go! Der zweite Punkt, den wir uns immer anschauen, ist die Sohle und natürlich übertrieben wichtig für alle Baller, egal ob drin oder draußen. Was braucht ihr? Ihr braucht guten Grip und die Dinger hier, ihr hört es jetzt selber, die sind squeaky und ich persönlich, ich brauche immer einen Squeak. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie gut die Schuhe stoppen, aber so ein heller Squeak wie hier, da geht einfach mein Herz auf. Kleine knackige Stops sind auf jeden Fall möglich. Und wenn wir uns die Sohle anschauen, ist hier noch ein kleines Detail versteckt, was ich persönlich feiere. Und zwar ist das die Map von Akron, Ohio, wo LeBron herkommt. Die haben sie hier unten unter die Schuhe einfach gepackt. Das ist ein gutes Pattern. Wie gesagt, hartes Gummi ist für diese Squeaks verantwortlich. Es ist durchgehend, hat keine großartigen Lücken oder sonst was. Wir haben hier in der Mitte so ein kleines X. Und wenn man das zweimal nimmt, hat man natürlich die 20. Wen wundert's? Grip? Crazy. Geht an der Seite auch noch ein bisschen hoch. Das heißt, selbst wenn ihr nicht immer stabil auf dem Vorfuß oder der Ferse unterwegs seid, habt ihr trotzdem noch guten Grip. Was sehr wichtig ist, finde ich, dass der Grip bzw. die Sohle noch ein bisschen vor allem im Vorfuß hochgehen. Also, harte Stops, squeaky. Grip, 10 von 10, Freunde. Punkt 3.
meine lieben Zuschauer und Zuhörer, ist wie immer die Dämpfung. Und hier gucken wir relativ basic Setup an. Wir haben zwei Zoom-Units, eins vorne, eins hinten. Das eine ist die sogenannte Turbo-Unit im Vorfuß. Die ist schon relativ bouncy, aber man ist nah genug am Floor. Und hinten ist die sogenannte Impact Protection. Also wenn ich von oben lande, bei mir ist das nicht mehr so weit oben, aber trotzdem ist es komfortabel genug, dass ich sage, ja, das ist ein komfortabler Ride für mich. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr andere Performance-Tests schon geguckt habt bei den Kicks of the Month, die wir bis jetzt online haben, dass ich eher so einen bequemeren Schuh haben möchte, weil ich viele Stunden in der Gym bin, weil ich es auch ein bisschen bequemer haben möchte. Und das ist eine gute Mitte. Wäre der ein bisschen härter, wäre es mir schon zu hart. Aber so ist es wirklich ein Gesamtpaket, auch vom Cushioning-Setup, von der Dämpfung, mit der ich voll gut fahren kann. Ich würde sagen, so ein mittleres Segment an Dämpfung, aber da ist ja auch jeder anders und jeder hat andere Bedürfnisse sozusagen. Aber das hier trifft es bei mir ganz gut, ist jetzt nicht ultra soft, nicht ultra hart. Bei mir, ich komme damit super klar. Also, auch wieder starke Punkte, ich gebe dem Ganzen 9. Okay, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, zum Material. Und das ist ein Punkt, wenn man sich den normalen LeBron 20er anguckt und jetzt die Light-Version, da erkennt man auf jeden Fall und sieht man und fühlt man auf jeden Fall die Unterschiede, was diesen hier mit um die 160 Euro und den anderen für 200 oder noch mehr Tacken ausmacht. Und da gucken wir vor allem für das Obermaterial an. Das ist so ein Mesh. Das ist sehr dünn, ein bisschen durchsichtig. Es gab früher mal so N1-Schuhe, die waren so ähnlich. Und es fühlt sich jetzt nicht ultra billig an, aber ja, schon so ein bisschen günstiger. Man kann sehen, da ist eine Art Nylon nochmal drunter, um das Ganze wahrscheinlich zu verstärken. Also das macht schon so 70-80% der Oberfläche des Schuhs aus. Es ist sehr leicht. Stretchy ist es nicht unbedingt, aber es muss ja auch einen gewissen Halt haben. Das ist das Hauptmaterial. Dann findet man hier an der Seite, das finde ich eigentlich ganz nice gemacht, an den beiden Innenseiten und vorne nochmal, ja, für die Leute, für die Boller, die gerne so die berühmten Toe-Drags machen und so den Schuh ein bisschen hinterherziehen, hat man wie so Kunstleder, aber das wirkt nicht billig, sondern das ist in der Tat eigentlich ganz cool gemacht. Ich feiere das. Die Double Swooshes, die einmal außen sind, an den Außenseiten und auch der Swoosh innen, die feiere ich krass, weil die sind so wie ein Patch aufgenäht. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Und ihr werdet es jetzt auch sehen im Close-Up. Die haben so einen leichten Holo-Effekt. Je nachdem, wie das Licht reinkommt, glitzern die so ein bisschen. Ich finde es sehr geil. Wirklich gut gemacht. Das heißt, Mesh, bisschen Nylon drunter, Kunstleder. Die Swooshes sind meiner Meinung nach sehr, sehr nice und auch relativ hochwertig irgendwie angebracht. Dann haben wir hinten noch so eine natürlich TPU-Kappe. Ja, die kann man aber nicht sehen, die ist nicht außen, sondern innen verarbeitet. Das ist auch die Variante hier beim Next Gen. Wenn man nach unten guckt, was dem Next Gen fehlt gegenüber dem 20er, der 20er hat eine Carbonplatte drin. Und das ist natürlich ein Material, was wahrscheinlich in der Produktion ein bisschen teurer ist. Die hat man hier rausgelassen. Das heißt, wir haben hier so anstatt Carbon TPU in der Mitte. Das ist da, wo dieses X ist. Und die 20er sind generell sehr flexibel. Ja, nicht die 20er, sondern diese hier, die Next Gen sind sehr flexibel. Die 20er hatte ich in der Hand, die sind schon so ein bisschen stiffer, was natürlich an der Carbonplatte unten drunter liegt. Das heißt, da ist auch hier so ein kleines Downgrade gegenüber dem 20er der Fall. Und ansonsten können wir uns die Zunge noch angucken. Die ist sehr, sehr dünn, aber ich finde es voll okay. Ich bin jemand, der auch gerne die Schnürung festzieht, aber hatte kein Problem, dass das irgendwie oben am Fuß oder so Irritationen gibt oder sich nicht so gut anfühlt. Also die Zunge ist dünn, aber schützt genug. Auch hier finden wir wieder so eine Art Kunstleder an der Zunge. Dieses Nike LeBron James finde ich einfach nice, wie das drauf gemacht ist. Hier ist noch eine Unterschrift eingearbeitet. Also insgesamt nicht ultra Premium-Materialien, aber immer noch gut genug, um, sage ich mal, im oberen Drittel von Performance-Sneakern und auch Signature-Schuhen mitzuspielen. Und ich glaube, ich habe alle Materialien hervorgehoben. Die Laces, also die Schnürsenkel, die sind flach. Das sind flache Schnürsenkel, keine runden. Finde ich persönlich auch immer ganz nice. Schön leicht sind alle Materialien. Der hier ist ein bisschen leichter als der 20er, meiner Meinung nach. Und so kommen wir bei den Materialien immer noch sehr, sehr gut aus. Hier und da hätte es vielleicht ein bisschen mehr Premium sein können, auch für 160 Euro, aber immer noch mehr als stabil und vor allem leicht. Das heißt, Materialien,
Ich bin so zwischen 8 und 9. Komm, 9 für dich, LeBron. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Fit. Wie fühlt sich der Schuh an, wenn ihr mit dem Fuß reingleitet? Wie comfy ist das? Und natürlich ist das eine sehr individuelle Sache. Aber bei mir war es so, ich bin reingegangen und ich brauchte gar nicht großartig drin rumlaufen, oft ballen oder manche Schuhe haben so eine gewisse Zeit, 2-3 Trainingssessions, bis der Fuß sich dran gewöhnt oder so ein bisschen Mulden macht, wo man sich noch wohler fühlt. Und es ging bei mir relativ schnell. Ich bin reingegangen, hat sich gut angefühlt. Ich habe einen sehr schmalen Fuß, muss man sagen. Und obwohl die Schuhe eine breite Basis haben und zum Glück nicht wackelig sind, bin ich mit meinem schmalen Fuß sehr, sehr gut klargekommen. Ja, hier innen sind sie gut nochmal verkleidet mit so einem Polster, was eigentlich ganz geil ist. Es fühlt sich fast so an, als wäre das so ein Polster, ich glaube 3D Foam heißt es, wo so ein bisschen, der sich erinnert, also wo man ein bisschen eine Spur hinterlässt mit der Ferse, mit dem Fuß. Und je öfter man reingeht, desto mehr passt sich das Ganze so ein bisschen an. Ist nicht zu fett, diese Polster, die sind ein bisschen am Start. Man fühlt sich gut mit der Ferse natürlich beschützt, das ist immer wichtig beim Fit, dass die TPU-Kappe die Ferse gut hält, das war der Fall. Ein bisschen Wiggle Room hatte ich vorne im Vorfuß, in der sogenannten Toebox, also da, wo eure Zehen sind. Das war mir ein bisschen groß, ich habe wirklich sehr schmale Füße. Aber ansonsten war der Fit super, wichtige Information. Für euch meine ganz normale Nike-Größe, bei mir 11,5, 45,5 war genau das, was ich brauchte. Ich mag es auch gerne vorne ein bisschen enger. Ja, ich will gar nicht so viel Raum haben, wahrscheinlich weil meine Füße ein bisschen schmaler sind auch. Und ich bin mit meiner normalen Nike-Größe sehr, sehr gut gefahren. Fit war bei mir super. Also können wir mit den guten Noten weitermachen. Ich gebe dem Fit von den LeBron James Next Gen 9 Punkte. Und natürlich auch für euch super wichtig, der letzte Punkt, der Support, egal ob in der Offense für eure Moves oder auch in der Defense, um einfach stabil zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ihr schwimmt im Schuh, ist der Support mit das Wichtigste. Und ich muss euch sagen, natürlich ist bei Low-Schuhen, und mittlerweile sind ja fast alle Low, obwohl wir auch schon viele LeBrons gesehen haben, die eher ein bisschen höher geschnitten waren, ist das einer der tieferen. Wobei ich sagen muss, der Next Gen, den wir hier haben, ist ein bisschen höher als der 20er. Schreibt auch nochmal in die Kommentare, wenn ihr beide habt oder was eure Meinung dazu ist, weil es macht mir den Eindruck, als wäre der hier ein bisschen höher, zumindest hier, wo das Sprunggelenk drin sitzt. Mein Support, Bombe, okay, hat natürlich immer was mit dem Fit zu tun, hat was mit dem Grip zu tun, wie man sich im Schuh fühlt, aber ich konnte die harten Stops gut abfangen. Mein Fuß hat sich jederzeit gut beschützt gefühlt. Support ist Bombe. Deswegen auch hier eine richtig gute Note. Ich bin fast verleitet, auch hier Double Figures zu geben. Und komm, der 20. LeBron. Support, gib ihm 10. Schreib's hin und macht jetzt mal selber die Mathe, was das alles gibt. Und hier ist das Fazit. Hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, du wirst mal in 10 Jahren in einem LeBron Signature Schuh die beste Note geben, die es je gab, das beste Ergebnis in deinem Test, hätte ich gesagt, LeBron Schuhe nie im Leben, die wiegen 2 Kilo, sind mir viel zu klobig und sehen kacke aus. Aber sagt niemals nie, LeBron Next Gen kriegt von mir 9,5 im Average, insgesamt 57 Punkte. Ich glaube, so gut hat noch kein Sneaker abgeschnitten. Was soll ich sagen? Die Babys sind nice, kosten natürlich auch 160 Euro, aber die sind gut angelegt, meiner Meinung nach. Oder für mich ist das ein mehr als nicer Schuh und ich werde die hier noch hoffentlich lange rocken. Shoutouts an Kicks, der Kicks of the Month, LeBron, Next Gen, steht im Basketballatelier. Ich werde ihn weiter spielen und das ist im Moment mein Schuh der Wahl. Checkt ab auf kicks.com. Ich weiß nicht, ob noch andere Colorways rauskommen. Bis jetzt habe ich, glaube ich, keine gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den LeBron 20 oder den ihr habt. Und zieht auch mal ein bisschen Vergleich. Vielleicht seid ihr anderer Meinung. Ein paar Punkte sind natürlich immer individuell. Ich bin gespannt, eure Meinung zu hören. Lasst mich wissen, welchen Schuh ihr als nächstes sehen wollt. Und ich werde den Kollegen von Kicks sagen, ja, okay, jetzt bitte den, keine Ahnung, Harden 6
der wäre nice zum Beispiel. Und dann gucken wir, was wir machen können. Das war der Performance Test, Kicks of the Month, LeBron Next Gen. Wir sehen uns im nächsten Video.